Wir haben also jetzt die Bühne vorbereitet und jetzt können wir im nächsten Schritt Gather Data uns anschauen, wie unser Zustand eigentlich jetzt aussieht. Damit herzlich willkommen zum vierten unserer 10 Teile zum Thema Retrospektive. Robin, Gather Data, was versteckt sich da dahinter? Im Wesentlichen geht es ja erstmal darum, dass wir irgendwie Kennzahlen ermitteln müssen, die uns Aufschluss darüber geben, wo stehen wir eigentlich. Das kann sehr vielfältig sein, aber im Wesentlichen geht es darum, auch Veränderungen in Zukunft messbar und spürbar zu machen und diese nachvollziehen zu können. Was für Kennzahlen meinst du? Was könnte sowas sein? Also wenn man jetzt in so einem technisch-operativen Umfeld ist, kann man sich zum Beispiel anschauen, wie lief eigentlich so ein Software-Release? Gab es da Verzögerungen, viele Fehler? Musste da oft nachgearbeitet werden? Das könnte zum Beispiel so ein Anfang sein. Es gibt ja auch viele Teams, die nichts mit Software am Hut haben, in der Hardware-Entwicklung zum Beispiel. Was mache ich da? Da kann man zum Beispiel auch einfach auf Scrum oder Kanban-Kennzahlen oder Dashboards schauen. Zum Beispiel im Scrum hat man Burn-Down-Charts. Also wie regelmäßig wurden eigentlich unsere Themen abgearbeitet? Stück für Stück oder ist alles erst ganz aufs Ende gefallen und das Testing lief erst dort? Oder im Kanban können wir uns auch anschauen, wie gleichmäßig sind denn eigentlich unsere Themen durch den Prozess gelaufen? Staut sich irgendwo was? Gibt es irgendwo ein Bottleneck? Das sind so typische Themen, die wir uns da auch anschauen können. Na gut, die 2 Bilder, die du uns jetzt mitgebracht hast, die sind ja scheinbar schon für ältere Teams, die da schon Routine haben drin. Mhm. Was mache ich, wenn ich junge Teams habe, die da noch nicht so lange dabei sind? Auch die können sich natürlich Themen anschauen, denn es gibt auch sehr viele andere, weichere Faktoren, die einen Aufschluss über Probleme des Teams geben können. Man kann sich zum Beispiel einfach mal anschauen, wie viele Regelmeetings gibt es denn eigentlich? Haben die sich vielleicht verändert? Gibt es weniger? Gibt es mehr? Was bedeutet das? Oder du kennst es oft genug, der Chef kommt, knallt Arbeit auf den Tisch und sagt, Michael, deine Priorität hat sich aber von heute auf morgen geändert. Genau wie gerade eben, danke. Und das kann auch schon deutlichen Aufschluss darauf geben, wo vielleicht Probleme liegen und welche Themen wir uns im Team anschauen können. Okay, wo kommen dann insgesamt die ganzen Themen überhaupt her? Ich meine, ja, du hast so einen Chart, aber alles, was du besprichst, wer bringt das ein? Also auf der einen Seite sollte natürlich immer der Moderator, der das ganze Thema Retrospektive ja auch vorbereitet, in der Lage sein, die Problembereiche ein Stück weit schon vorher zu erkennen und dem Team da etwas mitzugeben. Auf der anderen Seite ist es aber auch, im klassisch agilen Sinne, wünschenswert, wenn das Team selber natürlich in die Lage kommt, das zu erkennen und die Problembereiche zu identifizieren. Das heißt, man kann sich auch einfach ein paar Minuten in dieser Phase nehmen, mit dem Team auf die Dashboards schauen und die Themen gemeinsam rauspicken. Ja, wenn du jetzt sagst, entweder der Moderator bringt es ein oder das Team selber, hast du dir irgendwie was Bevorzugtes? Am Ende ist es immer eine Mischung aus beiden. Einerseits muss der Moderator oder sollte der Moderator, der auch immer so eine Art Teamcoach ist, schon Bescheid wissen, worauf zu achten ist. Aber wie gesagt, das Team ist im optimalen Falle immer selber dazu in der Lage, das auch zu erkennen. Okay, das war ja schon ganz schön viel jetzt. Ich denke, damit kann ich aber schon mal was anfangen. Vielen Dank, Robin. Sehr gerne. Und das Ganze dient uns nämlich als Vorbereitung, damit wir im nächsten Schritt, auch dann im nächsten Video, Generate Insights, dann diskutieren können und verstehen, warum sind wir denn jetzt hier in dieser Situation. Na dann, bis gleich. Bis gleich. Wenn ihr mehr über Agilität und selbstführende Organisationen hören möchtet, klickt doch einfach auf unseren gleichnamigen Podcast Experionate.